50 Tonnen Kokain. 50 metric tons per year. Wir beschlagnahmten seinen 10 Millionen Dollar Apartmentkomplex und sein Ferienhaus in Miami Beach im Wert von 1 Million Dollar, gleich neben den Bee Gees. Wir griffen ihn dort an, wo er lebte. Damit trafen wir definitiv seine Fähigkeit, Drogengeschäfte abzuwickeln und terroristische Anschläge zu verüben. Drug-Business as well as to carry out these terrorist campaigns. Noch immer versuchte Escobar zurückzuschlagen. Doch je näher die Regierung an ihn herankam, desto ernster wurde es für ihn. Er hatte keine Angst zu sterben und er hatte keine Angst vor der Regierung. Doch er hatte Angst um seine Familie. Er fürchtete, dass sie leiden könnte. Er hatte Angst um seine Frau und um die Zukunft seiner Kinder. Escobar. Through terrorism was Escobar brachte die Regierung durch Terrorismus dazu, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er bereit war, sich zu ergeben. Vor allem bedeutete das die Garantie, nicht in die USA ausgeliefert zu werden. 1990 willigte Escobar ein, eine geringfügige Strafe in einem eigens für ihn errichteten komfortablen Gefängnis abzusitzen. Im Gegenzug ließ die Regierung das Auslieferungsabkommen mit den USA ein für allemal fallen. Kolumbien verkündete den Sieg, einen fadenscheinigen Sieg, wie sich herausstellen sollte. Escobar diktierte der Regierung die Bedingungen. Man muss sich nur einmal Envigado ansehen, wo das Gefängnis schließlich unter großem politischen Getöse errichtet wurde. Es war eine wunderbare PR-Aktion. Sie vergaßen bloß zu erwähnen, dass es nur auf 3 Seiten des Platzes Gitter gab. Sie vergaßen, die Wasserbetten zu erwähnen und die Kommunikationsanlage, die aussah wie eine Luftwaffenleitstelle. Er stellte sich. Doch das Haus, das er bezog, war in Wahrheit von ihm gebaut worden und wurde von ihm kontrolliert. Es war letztlich ein Country Club, den er sich gebaut hatte mit allen Annehmlichkeiten. With all the amenities, allegedly built in his property, under his specifications. It contained. Es gab Verstecke im ganzen Gebäude, wo er Geld und Waffen verbergen konnte. Throughout the buildings where he could hide money. Er ließ einen Fußballplatz anlegen, der von kolumbianischen Fußballprofis besucht wurde, um dort mit Escobar Fußball zu spielen. Als Zelle hatte er eine große, aufwendig möblierte Suite, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein großes Schlafzimmer mit einem Schreibtisch und einem Arbeitsbereich. Jacuzzi. Er hatte einen Whirlpool in seinem Badezimmer und es gab eine Verbindung zum angrenzenden Raum, in dem sein Bruder Roberto wohnte. Er baute ein großes Spielhaus für seine Tochter, sodass sie spielen konnte, wenn sie ihn besuchen kam. Er konnte in seinem Gefängnis ein- und ausgehen, wie er wollte. Tatsächlich fuhr er häufig nach Medellin, um an Partys teilzunehmen, Prostituierte zu besuchen oder seine Freunde zu sehen. Sie kamen auch zu ihm und er führte seine Geschäfte vom Gefängnis aus. Anfangs blühten die Geschäfte. Während Escobar angeblich hinter Gittern aus dem Verkehr gezogen war, schmuggelte er in Wahrheit jede Woche 2 bis 3 Tonnen hochreines Kokain in die USA. Das Ganze war ein großer Witz. Wir wussten, was los war, denn wir hörten die Tonbandmitschnitte der Telefongespräche, die aus dem Gefängnis geführt wurden. Von dort aus wurde der Drogenhandel gesteuert und dabei nannte man es das Alcatraz der Drogenhändler. Es war eine bequeme Abmachung und es hätte immer so weitergehen können, wenn Escobar unauffällig geblieben wäre. Doch genau das war ihm unmöglich. Zwei Familien, die Galeano und die Moncada-Familie, die mit dem Medellin-Kartell in Verbindung standen und große Drogenhändler waren, stahlen ihm Geld. Als er sie ins Gefängnis zitierte, war das der Anfang vom Ende seiner Herrschaft. Es ging um eine Menge Geld. Manche sagen 10, manche 20 Millionen.
Some people say 10 million, other people say 20 million. So he had him brought. Er ließ sie ins Gefängnis bringen und beschloss, sie zu töten. He made a decision to kill him. Man erzählt, dass Escobar Galliano eigenhändig tötete und Moncada von einem seiner Handlanger umgebracht wurde. Gut informierten Quellen zufolge zerstückelten sie die Leichen, damit sie nicht gefunden werden konnten. Das war der entscheidende Schritt. Die Botschaft an die Adresse der übrigen Kokain-Dealer, die für Galliano und Moncada arbeiteten, lautete, wenn er zwei von seinen Kumpels, seine beiden besten Freunde, die ihn mit Millionen Dollar unterstützen, umgebracht hat, was wird er dann mit uns machen? Daher taten sich eine Menge Medellin-Drogenhändler zusammen, um Escobar zu bekämpfen. Das brachte die Regierung derart in Verlegenheit, dass sie beschloss, ihn in ein anderes Gefängnis zu verlegen. Doch anstatt hinzugehen, die Kontrolle über das Gefängnis zurückzuerobern und Escobar in Gewahrsam zu nehmen, schickten sie zwei Regierungsbeamte, um ihm mitzuteilen, dass er verlegt werden würde. Escobar nahm die Beamten als Geiseln und verließ das Gefängnis. Etwa ein Jahr, nachdem er sein sogenanntes Gefängnis bezogen hatte, war Escobar wieder draußen. Doch alles war anders geworden. Escobar war auf der Flucht. Seine Rivalen waren stark, sein Grundbesitz und seine luxuriösen Häuser waren beschlagnahmt. Und eine Gruppe von ehemaligen Komplizen, die sich Los Pepes nannte, machte Jagd auf ihn, seine Freunde und seine Familie. So the Los Pepes went into a... Die Los Pepes begannen einen schmutzigen Krieg gegen Pablo Escobar. Sie waren Insider und wussten daher eine Menge über sein Geschäft. Sie wussten, wer dazugehörte und wo sich die Offiziere befanden. Sie begannen, die Schlüsselfiguren in Escobars Organisation auszuschalten. The key people in Escobar's organization. He talked to me about the human rights. Er sprach mit mir über Menschenrechte. Darüber, dass die Pepes die Menschenrechte seiner Kinder und seiner Familie missachteten. Ich fragte Escobar, sprechen Sie von Menschenrechten? Er sagte, natürlich spreche ich von Menschenrechten. Ich spreche davon, dass die Pepes meine Kinder töten wollen und niemand etwas tut, um sie aufzuhalten, außer mir selbst. Jetzt wurde es eng für Escobar. Die Belohnung, die von der Regierung auf ihn ausgesetzt war, hatte sich auf die enorme Summe von 7 Millionen Dollar erhöht. Und jeder in den Straßen von Medellin kannte ihn. Der einst so mächtige Pate der Kokainmafia hielt nur noch über ein Funktelefon Kontakt, während er in Taxis ziellos durch die Stadt fuhr. Anonymität bedeutete Sicherheit, also blieb Escobar so anonym wie möglich. Er hatte keine Armee von Leibwächtern dabei, das hätte nur Aufmerksamkeit erregt. Es war das Sicherste für ihn zu versuchen, mit nur einer Begleitperson zu überleben. Es gibt tausende von Taxis dort draußen, also fuhr er in einem Taxi herum. Er änderte sein Aussehen, indem er sich einen Vollbart wachsen ließ. Als es dem Ende zuging, war Pablo Escobar beinahe allein. Nur wenige Leute aus seiner Organisation waren übrig. Zuletzt musste er einsehen, dass er verwundbar war. Vor allem aber machte Pablo Escobar die Verwundbarkeit seiner Familie zu schaffen. He started using his telephone and radios to talk to his family. Er benutzte ein Telefon und Funkgeräte, um mit seiner Familie zu sprechen, vor allem mit seinem Sohn. Er sprach beständig mit seinem Sohn, war also dauernd auf Sendung. Und so konnten die kolumbianischen Behörden seine Gespräche abhören. Die Flucht begann Escobar zu zermürben. Aufgedunsen und erschöpft von der monatelangen Jagd nach einem sicheren Unterschlupf, verfiel er in Verfolgungswahn.